auch viele dabei und da werden wahrscheinlich wohl wieder ganz tolle Sachen dabei sein. So, und was für Hip-Hop tanzt ihr denn? Was für ein Style habt ihr denn drauf? Hip-Hop. Nennt man das? Man, es gibt ja einmal Hip-Hop-Dance oder Video-Dance und so verschiedene Arten von Hip-Hop, ne? Ihr kommt nicht mit so einem Style daher und sagt, das müsst ihr jetzt tanzen, sondern die Kinder können so ein bisschen, also die Mädels können so ein bisschen Freestyle machen und dann entwickelt ihr so einen Tanz davon. Ich frage mich immer, wie die das auswendig lernen können. Wie macht man das überhaupt? Macht man dann so zwei Dinger und dann wird das auswendig gelernt oder wie fangen die damit an? Also es wird auswendig gelernt, aber die Ideen kommen ja von den Kindern und es wird regelmäßig gezogen. Da wird es festgezogen. Ja, immer wieder, immer wieder, immer wieder. Wie viel Choreografien habt ihr drauf? Habt ihr ein, zwei, drei? Wie viel habt ihr schon gemacht? 8 Stück, sagt er gerade. 8 Stück. Ja, muss man lange überlegen für 8, ne? So 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ja? Wir ziehen das hier mal eben raus, stecken das rein. Heutzutage haben die alle ein Handy mit, müssen wir das reinstecken, weil da sind die Daten drauf. Und dann musst du schön laut machen. Ne? Wollen wir gucken. Wir fahren das ab. Also, jetzt kommt 2 Stripes. Ein riesengroßer Applaus. Dangerous. That boom boom sound like angel dust. Girl, let me hold ya. Put me ting all around ya. Make me feel like I own ya. Kill it boom like a warrior. Hit the bomb line. Ein Applaus hier für Tschüss. Look what we've overcome. Oh. I'm gonna wave away my flag. You count all the reasons. We are the champions.
Island. Nochmal ein Applaus. Kommt doch nochmal alle her, die mitgetanzt haben. Komm her. Ja, seid ihr noch nicht fertig? Nein, aber ihr müsst noch ein bisschen Applaus geben, wenn die hier so zwischendurch. Ich will nur ganz kurz mal erzählen. Also, es geht jetzt gleich weiter, aber die Tanzschritte, wie ich schon gesagt habe, einige Sachen haben die wirklich selber gemacht und einstudiert. Und ich habe das gerade gehört, dass da sehr kreativ gearbeitet wird. Und jetzt muss ich mal fragen, hier vorne. In eurer Gruppe, Tanzgruppe, braucht ihr denn noch Tänzer oder so, die mitmachen? Also wir freuen uns, wenn immer neue Kinder dazu kommen. Kinder nicht. Die freuen sich nicht. Okay, so, einen haben wir noch. Zwei. So, viel Spaß. Feeling like a 10th, the best I ever been. And yeah, I know how bad it must hurt to see me like this, but it gets worse. Now you're out here looking like regret. Been too proud to beg, second chance you'll never get. And yeah, I know how bad it must hurt to see me like this, but it gets worse. Now payback is a bad bitch, and baby, I'm the baddest. You fucking with a savage. This can't have this. And it'd be nice of me to take it easy on ya. But nah. Baby, I'm sorry. I'm not sorry. Baby, I'm sorry. I'm not sorry. Being so bad got me feeling so good. Showing your work like I know that I would. Baby, I'm sorry.
Das war's. Habt ihr ganz toll gemacht. Ich hab schon gemerkt, ihr wollt unter euch bleiben. Macht ihr jetzt gleich. Wir kommen vom Bürgerzentrum Fahr und wir zeigen euch jetzt den Zirkus nochmal. Genau. Und ihr wart letztes Jahr auch da und man merkt ja schon, dass einige immer, immer mehr können und immer besser werden. Ihr übt ja jedes Mal und macht immer mehr, ne? Ja, wir üben immer freitags von 2.30 Uhr bis 16 Uhr. Wie lange machst du das jetzt eigentlich schon? Ich kenne dich ja eigentlich schon ein bisschen länger, ne? Ein paar Jahre bist du auch dabei. Ich mache das seit 5 Jahren. Seit 5 Jahren. Und dich sehen wir dann auch gleich. Ja, wunderbar. Dann würde ich sagen, dann ist eure Bühne frei. Und Musik wird eingespielt. Jetzt wechselt das. Wen haben wir denn jetzt hier? Wer bist du? Ich bin Kim. Kim macht jetzt die Musik an. So, ich würde sagen, viel Spaß. Gib doch mal einen riesengroßen Applaus hier für unsere Mädels und Jungs. Aber hier. Ja, es gibt schon mal einen Zwischenapplaus, oder? Das ist gar nicht so einfach, deswegen nachher mal mit Thomas probieren. Ja, die haben wieder, ne? Ja, diese Bodenübung. Fast alle. Aber die Welle. Ja. With a bottle of Jack, 'cause when I leave for the night, I ain't coming back. I'm talking pedicure on our toes, toes, trying on all our clothes, clothes. Boys blowing up our phones, phones. Dropped up and playing our favorite CDs. Going up to the parties, trying to get a little bit tipsy. Don't stop, make it pop, DJ blow my speakers up. Oh.
Applaus hier, oder nicht? Ah, super. Ja, jetzt müsst ihr noch mal so Applaus geben, damit so zwischendurch. Also es sieht einfach aus, ne? Also viele denken, das ist einfach, aber das, was sie jetzt gerade gemacht haben, das, also ganz ehrlich, da muss also eigentlich noch mal so einen richtigen Applaus geben, ja, Gerd. Ich stelle mir das vor, wie ich da oben. Das sieht komisch aus, ne? Jetzt kommen die Besten. Ja, jetzt kommen die Gangster. Oh, klappt. Aber das Video passt perfekt. Das ist der Hintergrund. Habe ich gerade gehört, auch, weil genau, wenn ihr das gesehen habt, hat er dieses sehr hoch geschleudert und hinten hat er es aufgefangen. Also es waren sie. Nochmal ein riesengroßer Applaus für die beiden hier vorne. Applaus hier vom Bürgerzentrum Fahr hier die, ja, die Zirkusnummer, alles zusammen, was dazugehört. Jetzt nochmal ein riesengroßer Applaus hier.